Hey Freunde, die Zeit ist um, es geht weiter mit meinem Kochschinken. Wir lassen heute den Landwirt lachen. Der Kochschinken ist jetzt 2 Tage oder eigentlich 3 Tage im Kühlschrank und ich habe ihn jetzt rausgeholt, befindet sich vor mir und ich will ihn jetzt öffnen und euch zeigen. Hey Freunde, mein geböckelter Kochschinken, das war im Video 1 zu sehen, wie man das Ganze macht. Es riecht gut, also es riecht eigentlich nach nichts. Das ist ein gutes Indiz, dass es funktioniert hat. Als nächsten Schritt wäre ich jetzt den Kochschinken rausgeben, mit Küchenkrepp abputzen und dann ja für ca. 4 Stunden in den Kühlschrank geben zum Nachbrennen, dass sich ein Teil vom Salz noch gut verteilt und dann wäre ihn kalt abspülen. Und wie es weitergeht, das zeige ich euch dann. So, was ich noch vergessen habe zu sagen. Ich habe jetzt nur den Schinken einmal rausgegeben und mit Küchenpapier abgedupft. Der sieht jetzt so aus, wunderschön. Der Schinken sollte eigentlich bei 10 bis 12 Grad durchgebrannt oder nachgebrannt werden. Ich habe jetzt keinen Raum, der diese Temperatur hat. Ich werde es halt bei 5 Grad im Kühlschrank machen. Und dann noch zur Lake was zu sagen, man könnte jetzt da natürlich gleich wieder das nächste Stück Schinken reinlegen. Wenn man einen Lake-Messer hat, dann könnte man den Salzgehalt messen von der Lake, gegebenenfalls nachsalzen, aber man muss die Lake nicht wegschütten, man kann da definitiv noch einen zweiten Schinken draus machen. So, und jetzt geht's zum Durchbrennen. Der Kochschinken ist fertig durchgebrannt im Kühlschrank, jetzt habe ich ihn rausgenommen und jetzt wässere ich den Kochschinken mit kaltem, klarem Wasser, Klammer auf, aus unserer eigenen Quelle, Klammer zu, um ihn von überschüssigem Salz zu befreien. Und wenn das fertig ist, dann werde ich ihn brühen. Und ich will es heute gemeinsam brühen, da ich zeitgleich einen Schwartenmagen gemacht habe, der die gleiche Temperatur dann zum Brühen braucht wie der Kochschinken und so kann ich das Ganze kombinieren. So, wir werden das jetzt energieeffizient garen. Oben eben der Kochschinken und unten mein Schwartenmagen. Bei 80 Grad 2 Stunden. Und wenn es dann fertig ist, zeige ich es euch wieder. Herz, was willst du mehr? Der Kochschinken ist fertig. Er schaut wunderschön aus. Aufgrund vom Fettgehalt könnte man auch Bauern- oder Landkochschinken nennen. Ich werde ihn jetzt auf alle Fälle auskühlen lassen und dann genießen. Vergesst nur eines bei der ganzen Sache nicht. Lasst den Landwirt lachen. Servus!